Soll dein Eierhälse, da sind wir mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Kiosk-Geschmatter-Abenteuer. Wir starten einfach da, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Bobo vor der Haustür. Ich muss erstmal kurz die Steuerung reinkommen. Und ja, ich habe die Kommentare gelesen, beziehungsweise mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, Mensch, ich kann doch auch mit R nachladen. Ich gehe ständig ins Inventar und mache die ganze Nachladeaktion. Da bräuchte ich doch einfach nur R drücken. Da lade ich genauso nach. Alles klar, ich muss aber wieder in die Steuerung reinkommen. Mit K ist canceln, mit I ist Inventar, mit J ist alles offen. Alles klar, Fatty McSpeck. Well, here's my home. It's safe. Currently, it's chaotic outside. I think you better stay here. Thank you so much. However, I still want to get in touch with my friends and family. May I use your phone? Now the phones are useless. They are all no signals. You seem to be tired. I'm going to give you a cup of tea. Wait a second. Ja, netter kleiner Mann. Aber ich habe das Gefühl, da passiert doch irgendwas. Take it yourself. Thank you. Drinking tea. I feel dizzy. Hey, 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 hey. Why do I feel sleepy? Because I put some sleeping pills in your cup. Storytelling at its best. Aber er sieht so geil aus, der Sabbernde. What? Seriously? What do you want to... You're stupid. I feel a little bit thirsty. Drink the tea. Damn, I drank it. Oh, God. I'm stupid, too. Oh, God, sleepy. Hold on, I have to tie her up at first. Tie her hands up. Damn it, too sleepy. Tie her hands up. No problem. I will punish you after a sweet dream. Na, toll. The fuck? Gio, help me. Please help. Der Fettsack scheint auf jeden Fall sich einen kleinen Folterkeller aufgebaut zu haben, in dem er junge Frauen versteppt und irgendwie... Oh, schon. Ah, Dominic. That was a dream. What happened to me? Why did I sleep? My hands can't move. Oh, it should be that guy. No. What if that shit did something bad to me? I think it shouldn't be. Let me calm. Let me calm. But if it did how I can... impossible. I'm still wearing my clothes. But what does he want to do with me, to me? Blah, blah, blah. Anyway, it's a good chance to run when he is sleeping. Okay, versuchen wir mal aus seinem... Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwie was finden kann. Naked Female Figures. Oh, nackte Frauenfiguren. Eine Menge Comicbücher. Die meisten sind ab 18. Versuchen wir mal aus seiner Bude zu entkommen. Gott, dieser Fettsack, ey. Ein Perversling, der sich ans ranmachen will. It's locked. Okay, ist abgeschlossen. Schade. Müssen wir nur mal gucken, dass wir hier irgendwie aus seiner Butze kommen können. Dieser widerliche, ekelhafte. Aber ich will mich erstmal in Ruhe umgucken. Wer weiß, was hier so schönes rumliegt. Man kann ja nie wissen. Oh mein Gott. Hier sollte irgendwas sein, um das Seil von meinen Händen zu lösen. Lass mich in Ruhe umgucken. Erstmal speichern wir auf dem Scheißhaus, ist ganz wichtig. So, replace the pants, save done. Shit in my pants. Okay, hier ist Wasser, ein Klo. Ich muss nicht kacken und auch nicht pissen. Ja, das ist schön für dich, Tio. Da ist bestimmt irgendwie Menschenfleisch im Topf. Bloody organs. Ich möchte mich übergeben. Da sind Messer. Menschliche Arme. Oh, ich sollte mich beeilen. Nom 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 nom. Aber da ist ein Schlüssel, oder? Was ist das? Unheimlich! Warum sind da zwei Köpfe im Kühlschrank? Ob ihr mir das gleiche antun wollen würde? Oh, Moment mal, da ist ein Schlüssel. Natürlich nehme ich den blutverschmierten Schlüssel. I have to free my hands before getting the key. Okay, only can see. Ein Errungenschaft freigespielt. Ein Errungenschaft freigespielt, ja, das ist bester Deutsch. Ah, da unten ist Glas, oder? Cut the rope off. Ja, perfekt. Well, finally I free my hands.
I have to figure out how to get my gears back. Erstmal werde ich... Oh, stimmt, ich muss meine Items irgendwie wiederfinden. Pick the key, jawoll. Den Schlüssel haben wir jetzt. Oh, oh. Was für ein lauter Donner! Der hat mich voll aufgeweckt! Wo ist das Mädchen? Ist sie weggerannt? Great Courage, ja. Das kann nicht sein! Ich hab deinen Schlüssel bei mir! Sie kann nicht ohne meinen Schlüssel raus, die kleine Schlampe. Komm raus! Bist du in der Küche? Ich werde dich umbringen, Schlampe! Nein, er kommt zu mir! Ich soll dich beeilen, irgendwo in der Toilette verstecken! Hallo? Ich würde gern ins Bad. Ich krieg dich. Ich hab dich? Oh, das ist schön. Geraped vom fiesen Fettsack, ey. Fuck. Kios Adventure, aber ich konnte ihm irgendwie nicht entkommen. Load Game. Wo hätte ich mich verstecken können? Im Scheißhaus ging schon mal nicht. Habe ich das Achievement jetzt wenigstens noch? Ich mach's einfach nochmal. So ein Dreck. Ich hätte mich vielleicht unter den Müllsäcken verstecken können oder hier am Fenster oder in den Kartons. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss ich mich verstecken können. Ja, ja, ja. Wir gucken uns das mal in Ruhe an. Bla, 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 bla. Das ist furchtbar. Mal gucken, ob ich, Okay. Die Achievement wäre auch so. Cut the road off. Da, da, da. Well, finally I free my hands. I have to figure out when my gear's back. Okay. Vielleicht sollte ich zuerst mich in der Wohnung umschauen. Wo meine Hände wieder funktionieren. Und dann gucken, dass ich hier irgendwie an den Schlüssel komme. Wäre vielleicht besser. Würde ich schätzen. Abgeschlossen. Ich muss erst den Schlüssel finden, um ihn zu öffnen. Da sind Schuhe. Okay, ja, natürlich ist da Schuhe drin. In einem Schuhschrank. Nichts Spezielles. Airconditioner nur. Da ist auch nichts weiter. Kann ich hier irgendwie vorbei? Nö. Natürlich nicht. Dreck. So, im Müll ist nichts. Fernseher ist auch nichts. Das Bild kann auch nichts machen. Japanese Style Painting. Eine Lampe. Gut, hier ist soweit nichts. Ein Tisch. Ja, interessant. Alles klar, da muss ich mir den Schlüssel schnappen und gucken, dass ich mich hier irgendwo verstecken kann. Pick the key. Get the key from blood. Woke me up. Where is that girl? Bla 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 bla. Hatten wir alles schon. So. No, no, he's coming to me. Hurry up to hide into the toilet. Ja, ich kann da. Jetzt kann ich rein auf einmal. Where did you go? Holy shit, all the lights don't work. Get out, bitch. Na, komm raus, Schlampe. Ich will dich töten. Ich werde all deine Fingerchen abschneiden. Und ich werde deine Organe kochen. Cut your head and put it in the fridge. Stay with my parents. Oh, das sind seine Eltern. Ich werde das Körper essen. Bist du im Wohnzimmer? Bitch, ich komme. I think I can leave safely now. Safe done. Da oben ist er. Oh, fuck. It's locked. I think I have to find the key to open it. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Gar nicht gut! Ah, catch you. Ach du Scheiße, ey. Wie soll ich denn hier rauskommen? Das wird schwer, Leute. Das wird mega schwer jetzt für mich. Ihr kennt mich doch in solchen Situationen. Vor allem funktioniert seine Taschenlampe im Dunkeln einfach nicht. Er hat eine Taschenlampe, die aber auch ausgeht, deswegen sehe ich nicht, wo er ist. Das macht es irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Bisschen schlecht programmiert an der Stelle. Muss ich mal zugeben. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Wäre ja nicht das erste Mal. Ich gehe einfach direkt nach oben. Oh. Jetzt. Nein! Ich hab doch! Ich war doch! Das ist doch unfair! Mensch, Bobo! Du kleiner mieser Fettsack! Vergewaltigt und gefressen. Vom dicken Jungen. Ich meine, wenn man sagt, eat that girl out, heißt das nicht, dass man sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes essen soll. So. Ich gehe jetzt einfach direkt hoch. Und zack, schnell runter. Und rechts. Manu, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht...
hat. Jetzt habe ich's. Okay. Perfekt. Einfach mal stehen bleiben und ruhige Minute. Es lag. Ach, Inventar. Item. Use. Nothing happened. Was? Wofür ist denn der Schlüssel da? Ach, ich hätte vielleicht den Schlüssel unten an der Haupttür benutzen sollen. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ich Volltrottel. Aber ich muss erstmal rausfinden. In der Box ist bestimmt mein Zeug. It's locked. Items in the case. Ah, okay. Damit haben wir es jetzt endlich. Great, my things are back to me. It's about time to revenge. Und equip. Wir nehmen die Knatterpeng. Die große Knatterpeng. Und jetzt gibt's Rache. You are here. I thought you were gone. Stay there, sticky shit. Ah, impossible. Wann hast du dein Zeug zurückgekriegt? Verrotte in der Hölle. Ich will dich nie wiedersehen. Porte Key, pick it up. Yes. Get the key. Get the key. Und nachladen. Das Nachladen über R dauert aber länger, als wenn ich im Menü gehe, gefühlt. So. Ich würde sagen, ich speichere jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal. Und dann kommen wir hier endlich wieder raus. Jawolzken Popolzken, ey. Schnuppdiwupp. Safe dann. Wir haben uns mit Fatty Mac Speck angelegt. Das ist super. Er ist tot. Er ist hinüber. Widerlicher Stinker, ey. So, mal gucken. Use the key. Doors opened. Perfekt. Oh, ich hätte auch hier nochmal speichern können. Das werde ich auch tun. Aha, ihr kennt mich ja. Safe dann. Die Frage ist jetzt nur, hat uns das was gebracht außer Munitionsverschwendung? Nein, wir hätten nicht mit dem mitgehen sollen. Ich habe mal das Inventar. Wie viel habe ich denn eigentlich von den ganzen Sachen? Oh ja, ich habe noch eine Menge. Was ist das eigentlich? Shotgun-Ammo. Okay, ich werde wohl erstmal noch die Pistole wieder equippen. Denn da habe ich noch ein bisschen mehr Munition für. Wer weiß, für welchen Endboss ich mir die Shotgun-Ammo am besten aufheben sollte. Man kann ja nie wissen. So, und raus. Alles klar. Hier liegt eine Menge Schissel. Ich sollte vielleicht auch teilweise an den Zombies einfach vorbeilaufen. Das ist, glaube ich, öfter mal besser, als immer gegen jeden Einzelnen zu kämpfen. Spart Munition ohne Ende. Hier ist noch ein Haus. Oh. Ich glaube, die Zombies kommen hier nicht rein, oder? Nee, gut. Die können einem nicht folgen. So, mal gucken. Eine riesige, blutige Hand. Lol. Hä? Was? Die zermatscht uns bestimmt gleich. Hä? Was? Der Raum hat überhaupt keinen Nutzen. Lelelel, so sah es eh. Schmamm, schmumm, mem. Raff ich nicht. Lass ich doch bleiben. Hat überhaupt keinen Swag. Aber so gar nicht. So, dann gehen wir jetzt raus. In der Hoffnung, dass uns die Zombies nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Und schnell weitergehen. Oh, Panzu. Save dann. Dann gehen wir nochmal hier reingucken. Denn hier ist noch ein Raum. Hätte ich mit anderen auch noch weitergehen können? Ich weiß gar nicht. Oh, was ist denn hier los? Eine Katze. Hello. If you want to get in a hidden place, please stay here for 5 minutes. Gut, machen wir doch einfach mal. Und wie geht's euch so? Schönes Wochenende gehabt? War Ostern super? Meins war super. Habt ihr auf Instagram gesehen? Ich habe übrigens Instagram. Ich habe auch Patreon. Man kann mir auch spenden. Ich habe Facebook, Twitter. Alles, was das Herz begehrt. Mein Gott. So viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Ich antworte sogar öfter mal. Nicht immer. Je nachdem, was los ist. Aber ja. Gehen viel zu lang. Deswegen wird heute vorgespult. Ja, ich spule vor. Zeitraffer von 1000%. Damit die 5 Minuten in der 25 Sekunden vergehen. La. Mann, ist das aufregend.
Ja! Yay! Endlich! Oh, ich muss schnell was machen. Ich war ja gerade am Handy. bin mir sicher. Und weg damit. So, Alter. Mein Gott, das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Wer ist er denn, ey? I am on stream. Please don't brother me. Leave me alone. Da streamt also jemand. Wrischni, wrischni. Nee, es war kein Polnisch und auch kein Russisch. Aber ich habe endlich den Raum gefunden. Geheimnis gelüftet. Wundervoll. So, wir gehen mal ein Stockwerk höher. Und gucken mal, was hier ganz oben auf uns lautet. Ich glaube, im anderen hätte ich auch noch mal eins höher gekonnt, oder? Ich bin mir jetzt gerade... Was ist mit ihm denn? Do not go behind me. Yes, I warn you. Alles klar. Ignore his advice. Errungenschaft freigespielt. Boah, Savalmen, ey. Geil. Leute. Chaos Adventure. Damit haben wir es dann auch wieder. Immerhin habe ich die zwei Errungenschaften noch geholt zum Ende. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Chaos Adventure. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.